Hallo ihr Lieben, heute seht ihr mich mal in einer anderen Umgebung. Das ist so fast schon mein zweites Zuhause. Das ist meine spanische Weinwelt, das gehört auch zum Genießen. Ich importiere sehr viel Wein natürlich. Wir haben hier knapp 400 Weine in Rotation und ich wollte euch heute einfach noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie treffe ich überhaupt eine Entscheidung. In Spanien ist es so, bei 1 Million Hektar Rebfläche, da kann ich ja nicht A, nichts alles besuchen, B, nicht alles probieren, falle ich irgendwann mal um und habe beispielsweise einen sehr guten Freund, den Thomas Götz, Weinblogger und Autor, dem ich immer wiederum immer telefoniere, und ich habe jetzt kürzlich auch ein Interview mit ihm geführt, werde noch weitere auch mit ihm führen, um einfach über spanischen Wein zu sprechen. Mehr dazu gleich. Siehst du? Ich brauche es nicht mehr sagen, die Stimme vom Ohr funktioniert auch hier. Hallo Thomas, wie Hallo, geht's dir Thomas. Und wo bist du gerade? Mir geht's gut. Ich bin in den Bergen von Granada, in der Sierra Nevada gerade. Da habe ich ein Haus mit meiner Frau. Sehr heiß, ich schwitze. Aber ja, ich schwitze auch. Du auch. Schön. Thomas, ich würde gerne heute ein paar Minuten, 15 vielleicht, mit dir über Weine sprechen. Schwerpunktmäßig heute über Galizien und auch über Albariños. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, aber vorab nochmal kurz zu dir. Wer bist du eigentlich und was machst du so? Ich lebe seit circa 5 Jahren in Spanien. Also ich habe auch noch eine Wohnung in Süddeutschland und ein Büro, aber ich bin sehr viel in Spanien inzwischen, hier mit meiner Frau und Familie. Und ich habe vor 4 Jahren begonnen, den Blog Spaniens Weinwelten zu starten. Ich veröffentliche wöchentliche Artikel auf diesem Blog. Darüber hinaus schreibe ich auch inzwischen wöchentliche Artikel für andere Blogs. Mache Weinreisen in Spanien, weil ich eben, mir ist wichtig, dass ich in Spanien, also wenn ich über Weingüter oder Winzer schreibe, dann nicht einfach nur mir Weine zuschicken lassen und dann zu Hause probieren und einen Artikel machen, sondern ich bin sehr viel vor Ort in Spanien unterwegs, auch in Galizien unter anderem letztes Jahr, besuche die Weingüter, schreibe dann meine Artikel und verbinde das hin und wieder auch mit Gruppenreisen. Also ich habe auch hin und wieder Gruppen aus der Schweiz oder aus Deutschland, die ich dann, mit denen ich Weinreisen hier in Spanien mache. Jetzt natürlich nicht, wegen dem Corona-Jahr, aber ich hoffe nächstes Jahr wieder. Außerdem arbeite ich auch, moderiere ich Verkostungen oder jetzt in Kürze werde ich auch dann bald Webinare anbieten. Genau, das mit dem Moderieren der Verkostungen, das haben wir auch schon letztes Jahr mal ausprobiert. Das hat ja auch super gut funktioniert. Corona-bedingt können wir es auch nicht wiederholen, aber du bist sozusagen noch auf meiner Liste. wenn dann eben die Corona-Thematik vorbei ist, dann treffen wir uns wieder und machen schöne Weinproben wieder gemeinsam. Auf alle Fälle, lieber Thomas. Freue ich mich. Ja, lieber Thomas, wenn du sagst, du reist sehr viel nach Spanien und du reist jetzt durch Galizien, wenn du so ein bisschen dir verschiedene Weingüter anguckst, worauf achtest du da in Galizien genau? Also ich habe jetzt zum Beispiel, letztes Jahr habe ich eine Weinreise organisiert, war ich 7 Tage in Galizien und mir war erstmal wichtig, dass ich verschiedene Weingebiete abdecke. Ich habe dann für Galizien hat insgesamt 5 DO-Appellationen, 5 Weingebiete. Eigentlich davon liegt nur ein Weingebiet direkt am Atlantik, das ist Rías Baixas, worüber wir wahrscheinlich später noch länger reden werden. Die anderen 4 Weingebiete liegen ein bisschen landeinwärts, das ist dann schon ein ganz anderes Klima, andere Rebsorten. Und ich habe mir dann noch dazu ausgesucht, weil Rías Baixas und Albariño sind natürlich sehr bekannt, auch sehr wichtig. Wenn wir von spanischen Weißwein sprechen, habe ich dann dazu noch genommen Ribera Sacra und Val de Oras. Und dann ist es einfach so, dass ich sehr vielen Blogs oder irgendwelchen Weinfreaks folge. Das kann über soziale Medien sein oder ich lese auch zum Teil ich lese auch sehr viel die Parker-Kritiken von Luis Gutierrez, der
der die Parker-Punkte für Spanien vergibt. Und du kommst dann eigentlich automatisch auf die interessanten Weingüter, wenn du ein paar Leuten folgst und den Luis Gutierrez seine Reviews, die er da im Weinadvokat von sich gibt oder macht, liest, dann hast du erstmal so eine Shortlist von 20 Weingütern, die super interessant sind oder mehr. Und ich mache es dann so, in dem Fall waren es dann, glaube ich, 8 oder 9, die wir final besucht haben. Ja, also dein Job ist schon sehr, was du dir selbst auferlegst, das ist alles sehr spannende Themenfelder, gell? Wann hat eigentlich so deine Weinpassionen begonnen? Also das ist schon viel länger her. Ich hatte einen sehr guten Freund in Berlin, mit dem ich zusammen studiert habe. Ich habe in Berlin studiert, europäische Ethnologie und Anglistik, Amerikanistik. Und mein Freund Peter war immer schon ein großer so Wein- und Kulinarik-Fan. Und der hat mich da so vielleicht so ums Jahr 2000 herum schon an diese Thematik herangeführt. Heute schreibt er für Falstaff, für Mixology, macht Gastrokritiken für den Tagesspiegel. Also der Peter hat es da durchaus auch weit zu was gebracht und der hat mich auch rangebracht an dieses Thema. Ich war damals im Medienbereich tätig, also parallel zu meinem Studium und auch danach, habe aber schon dann Weinmessen besucht als Weinliebhaber. Ich war in der Pfalz unterwegs, in Württemberg, in Rheinhessen, habe dort Weingüter besucht. Und 2016 hat es dann begonnen, dass ich mich selber mir quasi vorgenommen habe, ich professionalisiere mich auch mit dem Blog, mit den Weinreisen. Und wenn man dann kontinuierlich dranbleibt, dann kommt der Rest auch so von alleine. Je mehr Leute man kennenlernt, umso mehr Aufträge kommen dann auch irgendwann rein. Ja, wann hast du denn jeden Wein denn probiert? Wann bist du fertig? Da wirst du nie fertig. Das Schöne am Wein ist, also zum einen, man lernt nie aus. Also du kannst selbst der größte sogenannte Experte sein. Es wird immer wieder Dinge geben, die dich überraschen in der Weinwelt, die du noch nicht zuvor gehört hast. Winzer, die bestimmte Methoden anwenden im Weinberg oder im Keller, die dir so bisher noch nicht bewusst waren. Und meine Ambition ist jetzt nicht, alles zu wissen, aber meine Ambition ist einfach, dazu zu lernen. Das macht Spaß, tiefer zu dringen. Was die Weine selber betrifft, der Guia Penin, also der Penin-Weinführer, ist ja so das Leitmedium für spanischen Wein. Die bewerten pro Jahr circa 13.000 Weine. Das sind aber noch bei weitem nicht alle spanischen Weine, die es gibt. Und abgesehen davon, dass ich jetzt nicht 13.000 Weine im Jahr probieren kann, so viel schaffe ich nicht, gibt es dann ja auch noch Deutschland, Österreich, Frankreich, die ich auch hin und wieder mal ganz gerne trinke. Also es hört nie auf, aber das ist auch nicht schlimm. Sehr gut. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu der bekanntesten Duo, Rías Baixas. Wir haben uns ja schon einige Zeit her kennengelernt und wir haben über Carlos Rey Lustres gesprochen. Carlos Rey Lustres ist ein sehr besonderer Winzer, der eine Besonderheit mit seinen Reben auch hat. Das altersbedingt die Reben sind, die sind sehr alt. Wenn du sagst, du gehst Carlos heute besuchen, worauf freust du dich am meisten? Also auf ihn, weil er ist ein sehr netter Kerl. Ich habe ihn kennengelernt, da war mein Blog noch relativ jung. Also ich habe ihn 2017 in Madrid kennengelernt auf einem Weinsalon. Guia Penin, also der Penin-Weinführer, den ich gerade erwähnt hatte, der hat da einen Salon gemacht mit so circa 50, 60 Weingütern, deren Weine für eine sehr gute Preis-Leistung stehen. Also ich freue mich zuallererst, dass ich den Carlos sehe, weil das ist ein sehr netter Kerl. Ich habe ihn kennengelernt 2017 auf einer Weinmesse in Madrid, die hat Guia Penin veranstaltet. Da war einige Weingüter geladen, so 50, 60, deren Weine für ein sehr gutes Preis-Leistung stehen. Und ich beginne morgens, also die Messe startet morgens, ich denke, es war so gegen 11 Uhr, immer mit Weißwein und Galizien. Das ist so mein, wenn ich eine Messe starte, schaue ich sofort, wo ist Galizien und wo ist Weißwein. Und da war noch ganz wenig los auf dieser Messe und dann habe ich die Weine von Carlos probiert, fand die absolut super, auf Anhieb. Und habe mich dann auch wirklich lange mit ihm unterhalten, weil es war wenig los um diese Uhrzeit. Und so hatten wir Zeit und so haben wir uns dann kennengelernt. Wir haben uns dann wieder mal auf einer Weinmesse in Madrid gesehen, ein Jahr später. Und jetzt habe ich ihn besucht. Und so sind wir einfach jetzt auch schon gute Bekannte, würde ich sagen. Ich habe regelmäßig Kontakt mit ihm. Und sein Weingut ist natürlich
klein, also er produziert nicht allzu viele Flaschen, 15.000 im Jahr vielleicht. Was aber schon sehr interessant ist, er hat diese kleinen Parzellen. In Rias Baixas, in Rias Baixas oder in Galicien insgesamt gab es die Erbteilung. Das heißt, wenn du irgendein Grundstück hattest und es gab vier Brüder, dann hat nicht der Älteste alles geerbt, sondern das Grundstück wurde quasi durch vier geteilt. Und so haben wir ganz, ganz kleine Mikroparzellen in Rias Baixas, zum Teil mit sehr alten Reben. Eine Besonderheit ist auch, dass diese Reben in Lauben gehalten werden, in Laubenerziehung. Also da kannst du unten durchlaufen. Der Grund ist, weil es regnet enorm viel in Rias Baixas, mehr als in Deutschland, deutlich mehr als in Deutschland. Und es ist ein Vorteil, wenn die Trauben hoch hängen, dann sind die Weinberge besser durchlüftet. So kriegst du weniger Krankheiten im Weinberg. Also beantwortest quasi schon meine nächste Frage, was deiner Meinung nach auch die Besonderheit ist beim Carlos, ja, und seinen Reben. Ja, also ich bin auch ein bisschen im Austausch mit ihm, regelmäßig auch, über Facebook auch. Und muss sagen, also schon allein die Bilder und das, was er mit mir teilt, das ist schon besonders. Ja, also durchaus. Ja. Wenn du sagst, du verzeih, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber wenn du das jetzt mit anderen Albarinos vergleichst, werden die dann auch so kultiviert? Also, oder werden die eher eine Buscherziehung, Straucherziehung? Was glaubst du, gibt es generell diese Rebenerziehung? Ja, also die Laubenerziehung ist in Rias Baixas sehr üblich, weil eben durch das Klima ist es vorteilhaft, wenn die Weinberge gut durchlüftet werden. Ja. Galicien war früher auch bitterarm. Durch diese Zerstückelung der Grundstücke war es so, dass die Leute sich oft kaum selber ausreichend wirtschaften oder ernähren konnten. Das heißt, unter diesen Lauben hat man zum Teil noch Gemüse angebaut. Das war dann quasi eine doppelte Laube. Oh, wow. Das war früher ein Grund. Aber es ist schon so, manche neuen Albarino-Anlagen werden inzwischen am Drahtspalier erzogen. Insgesamt aber im Salnestal, wo Carlos Rey Lustres ansässig ist, das ist die größte Zone der Appellation, würde ich sagen, ist 90% ist Laubenerziehung. Beim Carlos ist es ja auch so, er hat sich irgendwann mal auch entschieden, nicht nur einen einfachen Albarino, sondern auch noch einen Sobrelias daraus zu machen. Glaubst du, dass das generell ein Thema ist, in ganz Spanien, dass viele Weißweine jetzt auf Sobrelias auch angebaut werden? Ja, das wird sehr viel gemacht inzwischen. Also die Sobrelias heißt quasi ein Ausbau auf der Feinhefe. Wenn nach der Gärung stirbt ja die Hefe ab und die setzt sich am Fassboden nieder. In der Regel wird dann der Weißwein abgezogen vom Fass, abgefüllt und dann hast du einen frischen, jungen Weißwein. Was heutzutage aber viele Winzer machen, ist, sie lassen die Feinhefe einfach mal noch drin oder sie ziehen den Wein in ein anderes Fass um. Trennen ihn von der Grobhefe, wird jetzt ein bisschen technisch, aber lassen die Feinhefe drin und rühren das dann so wöchentlich um. Was du damit erreichst, ist einfach, du kriegst da körperbetontere Weißweine, die ein bisschen mehr Schmelz haben, eine schmelzigere Textur. Das ist durchaus gut, weil die Weine sind dann länger lagerfähig. Also so Feinhefe wirkt antioxidativ. Das heißt, ich kann dann einen Weißwein durchaus auch 6, 7, 8 Jahre oder so gut konservieren, wenn er noch eine gute Säure hat. Und das haben ja die Albarinos alle in der Regel. Also Säure plus Feinhefe macht Weine lange lagerfähig. Und außerdem passen diese Weißweine auch gut so ein bisschen für gehaltvolleres Essen. Ja, also ich habe mich mal mit ein paar Sommeliers mal ausgetauscht und nehme halt eben jetzt auch Bezug darauf auf unseren YouTube-Kanal Spanien ins Genusswetten, dass eben Albarino ein genetischer Verwandter von dem Traminer und auch von dem Riesling ist. Also verschiedene Quellen schreiben mal so. Glaubst du auch, dass der Albarino vielleicht man nicht gleich unterstellen würde, er würde in Spanien angebaut werden, weil er diese Grundstruktur von Deutschreben hat? Ja, also es besteht eine geschmackliche Ähnlichkeit zu Riesling insofern, dass Albarino einfach auch sehr viel Säure hat. Ja. Bringt eine gute Säure mit, hat auch mit Klima zu tun. Albarino heißt ja übersetzt der Weiße vom Rhein. Man ging lange davon aus, dass es sich wirklich möglicherweise beim Albarino um Riesling ab,
also um einen Riesling-Klon handelt, der über den Pilgerweg nach Santiago und nach Galizien kam. Eine Zeit lang ging man auch davon aus, dass er vielleicht mit den Burgundersorten verwandt ist und burgundische Mönche über den Pilgerweg die Sorte nach Galizien gebracht haben. Das ist aber alles falsch. Das sind alles Mythen. Wir wissen heute aufgrund von DNA-Analysen, dass keine Verwandtschaft von der Albariño zu Riesling noch zu den Burgundersorten besteht. Wir wissen nicht, wovon die Albariño abstammt. Das konnte man bis heute nicht rausfinden. Es hat damit zu tun, dass einfach bei der Reblausplage im 19. Jahrhundert sehr viele Reben für immer verschwunden sind und wir kein DNA-Material mehr von denen haben. Klar ist aber, und es ist mit Abstand die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Albariño aus Portugal oder Galizien kommt. Also autochthon aus dieser Gegend. Albariño wird ja auch in Portugal als Vino Verde auch quasi ausgebaut. Ne? Also ist die Hauptrebe. Thomas, wenn du sagst, neben Carlos Rey Lustres, der sehr, sehr besonders ist, lass uns einen kurzen Schwenk machen, vielleicht zu einem schönen Rotwein. Ja? Da würde ich gerne auch bald was in mein Portfolio mit reinnehmen. Hast du da eine Empfehlung für mich? Aus Galizien? Ja. Da gibt es extrem viele gute Rotweine. Also der Carlos Rey Lustres macht ja selber bald einen Rotwein. Also der hat jetzt, er macht inzwischen drei sortenreine Albariño, die er unterschiedlich ausbaut. Und jetzt hat er noch eine ganz kleine Parzelle von einer Rotweinsorte, die heißt Caño Tinto, dazu. Das ist, wie ich schon vorher sagte, eine kleine Parzelle, wie das üblich ist für Rías Baixas, auch in Laubenerziehung. Die Reben sind 60, 70 Jahre alt. Ich glaube, davon hat er so 500 Liter, einen Jahrgang, den ersten Jahrgang jetzt gemacht. Er kann ihn aber noch nicht abfüllen, weil der Weinberg in der DO noch nicht registriert ist. Also beziehungsweise er ist in der DO registriert, aber nicht als Caño. Ich habe den Wein probiert. Der ist knackig. Das sind sehr knackige Rotweine. Die sind deutlich knackiger als viele deutschen Rotweine, wenn wir jetzt von der Säurestruktur sprechen. Leichte Weine, relativ niedrige Alkoholgrade, zum Beispiel 11% Alkohol hat der, glaube ich, aber 8,5 Gramm Säure, was wirklich viel ist. Es gibt super gute Caños und Espadeiros aus Rías Baixas von Zarate und von Albamar. Insgesamt ist dann vielleicht aber, wenn wir von Rotwein sprechen, doch am interessantesten Ribera Sacra. Das Gebiet ein bisschen weiter landeinwärts mit Steillagen wie an der Mosel, Schieferböden. Da kriegen wir Rotweine aus der Sorte Mencia und da finde ich zum Beispiel Weingüter wie Fedeus do Couto oder Algueira sehr gut. Super. Dann würde ich sagen, wir bleiben im Austausch, wie wir mit Rotweinen vielleicht aus Galizien weitermachen. Von uns beiden wird es demnächst auch öfters noch was zu hören und zu sehen geben. Heute warst du ja zu Hause. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, irgendwann mal, wenn du wieder an ein paar Rebstöcken stehst, dass wir davon dort direkt vor Ort berichten. Das ist Corona-bedingt natürlich auch mit deinen Besuchen ein bisschen eingeschränkt. Ich muss jetzt nur sagen, vielen Dank, lieber Thomas, dass du so einen schönen Ausblick jetzt gegeben hast. Erstmal generell über Galizien und auch über den Carlos gesprochen hast. Und ja, bis bald, würde ich sagen. Ja, ich danke ebenfalls, Ascoa. Bis bald. Tschüss. Bis dann, ciao.